Schönen guten Morgen oder vielleicht auch inzwischen einen guten Tag, liebe Hörerinnen und Seher. Ja, herzlich willkommen an diesem Sonntag zwischen den Heiligen. Vergangene Woche der heilige Martin. Für viele so klar, diesen heiligen Martin zu feiern. Der Soldat, der vom Pferd herabsteigt und einem Bettler etwas von seinem Mantel gibt, den Mantel teilt. Eindrucksvoll. Und in der kommenden Woche die heilige Elisabeth, die sich auch Bettlern zuwandte, bettelnden Kindern. Als Landgräfin war das nicht im Sinne des Hofes. Eine Landgräfin gibt sich mit bettelnden Kindern ab, igittigit. Aber sie hat den bettelnden Kindern einen Brotkorb überreichen wollen, Brot. Und während sie hinausgeht, das Brot im Korb, wird sie kontrolliert, weil das bei Hofe nicht geht. Und sie öffnet den Korb, legt das Tuch beiseite und das Brot wurde verwandelt zu Rose. Wenn das Brot, das wir teilen, zu Rose blüht, dann hat Gott unter uns ein Haus gebaut, heißt ein Lied. Hier, eine Rose. Kostbares Geschenk. Eine Rose zu verschenken heißt eben mehr als die Pflanze. Da ist Wärme und Zuwendung drin. Vielleicht das die Chance zu tun, zu feiern. Zwischen den Heiligen, mit den Heiligen zu feiern, dass was Besonderes geschieht, dass da was möglich ist. In der kommenden Woche haben wir auch einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Wetter um 18 Uhr. Und dahin hingehen, zu sagen, ich setze mich auf einen evangelischen Stuhl als Katholik, bleibe Katholik. Ist ja gut so. Und umgekehrt, wenn der ökumenische Gottesdienst in der Peter- und Paulkirche ist, die Protestanten bleiben Protestanten. Ist gut so. Einander akzeptieren ist, glaube ich, inzwischen ganz klar. Zu sagen, unterschiedlich geht es zu glauben, zu hoffen. Es geht vielmehr darum, dass etwas von der Rose, von der Zuwendung sichtbar wird. Einander akzeptieren. Und vielleicht, wenn ich jetzt denke, was diese Woche hoffentlich auch geschieht, dass da einer, der die demokratische Wahl nicht akzeptieren will, vielleicht allmählich kapiert, ja, das Akzeptieren von anderen Meinungen ist ganz wichtig in unserem Miteinander. Ihnen einen guten Sonntag. Viele schöne blühende Rosen.